Löschangriff der Jugendfeuerwehr Neuhaus am Rennweg. Die Kinder wollen Innenminister Georg Mayer zeigen, was sie schon drauf haben. Wie die Erwachsenen legen die Mädchen und Jungen eine Schlauchstrecke samt Verteiler, pumpen Wasser aus dem Löschteich und löschen in drei Gruppen. Einziger Unterschied: die Gerätschaften der Jugendfeuerwehr sind deutlich kleiner und damit um einiges leichter als die der Großen. Ich habe mir das früher schon immer angeguckt bei meinen Schwestern, weil meine Schwester war halt auch in der Feuerwehr. Die ist jetzt in der Einsatzabteilung. Und da habe ich mir das öfters mal angeguckt und dann hatte ich auch irgendwann so die Lust, mal hier mitzumachen. Und dann habe ich mitgemacht und seitdem, und weil es halt mir einfach Spaß macht. Ich mochte halt schon als kleines Kind, da war ich ungefähr, keine Ahnung, 4 oder 5 Jahre alt. Da mochte ich halt auch schon die Feuerwehr, weil Rot meine Lieblingsfarbe auch mit war. Und ich habe halt auch viel Feuerwehrautos gemalt und jetzt, vor 2 Jahren, ist es halt dazu gekommen, dass ich dann mitmachen wollte. Die Gruppe zum Löscheinsatz in die 65 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren machen in Neuhaus mit, verteilt auf 4 Ortschaften. Eine vorzeigbare Menge auf jeden Fall. Um die Stärke zu halten, machen die 15 Betreuer Werbung in Schulen oder auf Volksfesten. Und um die, die da sind, bei der Stange zu halten, lassen sie sich viel einfallen, wie etwa ein Zeltlager. Haben wir große Zelte aufgebaut, das fördert auch die Gemeinschaft, dass man nicht kleine Dreimann-Zelte, nur jedes Kind bringt sein Zelt mit, sondern wir haben wirklich große 5x5 Meter Zelte aufgebaut. Wir waren dann immer 11 Kinder in ein Zelt. War eine ganz lustige Truppe. Hartes Wochenende für mich als Organisator, aber war schön. Letztes Jahr sind eine Handvoll Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr zu den Erwachsenen aufgerückt. Richtige Nachwuchssorgen haben die Neuhäuser also nicht. Aber zumindest Bedenken, wie sie Innenminister Georg Mayer bei seinem Besuch sagen. Hängt dann doch eher davon ab, was sie arbeitstechnisch, wo sie Ausbildung riechen. Wenn sie woanders arbeiten, dann sind sie auch fort. Das ist nun mal leider so. Aber die, wo hier arbeiten, die bleiben dann auch erfahrungsgemäß meistens dabei. Für diese Jungen und Mädchen ist die Frage der Berufswahl noch ein paar Jahre hin. Alle wollen dabei bleiben und später natürlich richtige Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner werden.